Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ruby. Wir sind bei Folge 180. Tja, und ich hatte eigentlich bis eben schon eine aufgenommen. Nur, naja, gut. Die wollte nicht so. Wir sind dabei. Also, die Leichen haben wir alle verbrannt. Haben jetzt die Folgenquest bekommen. Und müssen hier noch ein paar Elefanten töten. Elefant. Ja. Und ein paar. Gucken, wie sie heißen. Ihr Verdammnis Verkünder töten. Ja gut, ansonsten habt ihr nicht viel verpasst. Wir hatten noch das Angebot für eine Gruppenquest, aber es ist eine Drei-Mann-Gruppenquest und die ist dann doch etwas arg schwer. Ansonsten, tja, ist immer noch dasselbe. Ich denke mal, wenn wir jetzt noch ein, zwei Quests, beziehungsweise ein, zwei, doch ein, zwei Quests gemacht haben, können wir ohne Probleme aufbrechen. Na, in Schattenmundtal. Und das wird dann wieder etwas spannender. Da es dann wieder ein paar anspruchsvollere Aufgaben gibt als im Moment. Also wie gesagt, war nicht so tragisch, was ihr bis jetzt verpasst habt. Von daher kein Problem. Ich hatte damals mit einem Kumpel, der hat auch mit, ich glaube mit Dings angefangen hier, auch schnell. Klassik? Nee, doch, der hat mit Klassik angefangen. Er sagt, am liebsten ist es ihm, wenn man das so machen könnte, dass ein neues Addon rauskommt, einfach ein weißer Raum, sagt er, und dann killt er einen nach dem anderen, bis er Level up hat. Und dann raiden. War jetzt nicht so mein Fall. Ich gehe dann doch lieber questen. Wahrscheinlich dann auch die dann als erstes dann Level, also es geschafft haben hier. Das Problem ist an den Leuten, die wirklich sehr, sehr schnell leveln können, meistens dann recht schnell auf Maximalstufe sind, dass die immer Probleme haben, Anschluss zu finden, weil die auf die anderen warten müssen. Das Einzige, was die halt schon machen können, die können dann schon Berufe skillen, farmen gehen. Wir müssen halt warten. Und irgendwann hat man keinen Bock mehr zu warten. Aber mittlerweile ist ja sowieso sehr, sehr schnell die Leute auf Maximallevel sind, müssen die auch nicht mehr so lange warten. Was damals als rausgekommen sind. Da war die erste Woche, die konnte man, die ersten 2 Wochen, die konnte man kaum spielen. Es gab so welche, die sind dann recht fix durchgekommen, aber die dann so am zweiten, dritten Tag angefangen haben. Also ich habe auch nicht direkt am ersten Tag angefangen, weil ich arbeiten musste. Ich habe teilweise bin ich gar nicht ins Spiel gekommen, weil so viele Leute ins Spiel wollten und durch die Organisation war das fast unmachbar. Das war wirklich heftig. Das war wirklich heftig da. Ja, die sind immer sehr wenig. Hätten so ein paar mehr nehmen können. Weiß ja, hier ist auf dick.
Komm, machen wir, versuchen zu heilen. Typ, ehrlich. Oh Mann. Jetzt den letzten davon finden. Und was ich probiert habe, ist hier die Quest mit den Würmchen zu machen. Aber ich habe keinen Plan, wie die funktioniert. Ich habe schon versucht, aber ich kriege das irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht, ob die halt am Anfang nur einmal funktioniert hat. Darum dann angezeigt wird, dass sie funktioniert, aber ich versuche dann zwar schon mal Quest zu machen, aber wie gesagt, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. So. Können wir die Quest abgeben gehen? Wir brauchen einen Helden. Kann ich auch gleich zeigen, welche Quest ich meine, mit den, wo man, also die für drei quasi ausgelegt ist. Gruppenquest. Uiuiuiui, was ein Müll. Kann ich ja trotzdem mal annehmen. Heli ist das. Da braucht man drei für. Mit so Totenschädeln sammeln. Nö, ist aber eher nicht das. Ich glaube, der müsste. Das müsste einfach gehen. Ist in diesem inneren Kreis oder äußeren Kreis, wie auch immer. Können wir jetzt gleich reinlaufen? Müssen wir das aufmachen, genau, das ist das. Ach, der ist noch beschäftigt da hinten. Kriegen bestimmt die Akro wieder. Pass mal auf. Oder? Na, wo ist der tot? Okay. Die Todsprecher hier killen und dann können wir den da holen. Wenn wir Glück haben, brauchen wir nur die zwei. Eine Possible. Ach, jetzt fällt ihm ein, dass er uns doch auch angreifen konnte. So. Gucken wir mal da rein. Das ist wahrscheinlich vernichtet. Also das war schon alles. Für die Gruppenquest ist so ähnlich. Da muss man auch
so, ich glaube, 10 oder 20 diese Totenschädel sammeln, die droppen fast überall. Dann. Und danach muss man so einen Typen aus, auch immer aus so einem Sarg auch beschwören. Und danach kommt so ein Elite-Typ. Sieht ein bisschen aus wie ein großer Ruder drin. Müssten wir schon auch schon mittlerweile 70 sein. Ach, guck. Was haben sie auf den Typen hier erledigen? 4 Gold. So, das war schon sehr gut. Kaufen. Sagen. Machen wir uns mal auf den Weg nach Shadrat. Und dann kurz nach Nahegrund, die Quest holen und dann nach Schattenmontal. Kompliziert. Ne? Ja, Post verschicken. Ja, okay, dann können wir auch noch gleich verkaufen. Ich kann nicht. Blind, manchmal blind ist man. So, und auf. Oh, ich glaube, da kann man nichts verkaufen. Ich bin verwirrt. Ach, ich bin. Ja, okay. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich bei den anderen bin. Bei den Sehern. Keine Ahnung warum. Keine normale Sage. Okay. Ja. Ich droppe mir überall, wenn wir 10 haben. Quest annehmen und direkt abgeben. Kriegt man das dann von der, aber nö. Sagt quasi nur Hi. Wieder abbrechen. Unseren Viertel nie lassen wir. Lassen wir auch. Auch. Können wir Theorie auch lassen, aber das lassen wir immer weg. Das ist doof. Neurand, Welle von Terok. Lassen wir. Achso. Zahngamaschen. Das können wir wegmachen. Rüstung. Mal wieder annehmen. Mal auch wegtun. So, ein bisschen ausgedünnt. So, meine Idee ist, dass ich soweit alles vorbereite und wir dann quasi in Burg Nethergarde starten. Das wäre am einfachsten.
Weil das ist ja recht viel Lauferei jetzt nachher. Wie gesagt, also ich habe jetzt vor, ich fliege jetzt erstmal nach Rand, hol mir die Quest in Talar und dann muss ich erst laufen nach Wildhammerfeste. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Wildhammerfeste wieder. Gut. Das ist der Plan. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play WoW in der Wildhammerfeste und auf Wiedersehen.